Willkommen zurück zu einem neuen Part von Let's Play Shovel Knight. Im letzten Part haben wir dieses super Level betreten, das total überhaupt nicht scheiße ist. Und das werde ich jetzt abschließen, vermutlich, hoffentlich. So, mit explodierenden Ratten und toten Ichs gleich. Und wow. Und ganz vielen explodierenden Gegenständen, die ich gar nicht mag, weil das scheiße ist. Ah! Wow. This was crazy. Yeah. Und ein Feuer. Nein. Oh, nicht schon wieder. Schon wieder. Okay. Ich krieg das hin. Ich hab die Idee. Ich sterbe jetzt einfach. Oh. Ich sterbe jetzt einfach nicht mehr. Ich will mir jetzt diese. Den Safe Point da nicht versauen, weil sonst muss ich, glaube ich, zu dem, der davor war, wieder hin. Oh Gott. So. Was? Oh mein Gott, es explodiert einfach alles. Oh. Nein. Yeah. Boom. Tod. Stirb. Okay. Also das ist Feuer. Das ist scheiße. Okay, wenigstens noch die beiden. Bags geholt, weil das letzte kriege ich eh nicht mehr. Yeah! Wie komme ich jetzt da hoch? Komm mal her, du Arsch! Yeah! Nein! Kommst du mal näher, du blöder Trottel? Hallo? Hallo? Da muss man irgendwie von oben ran. Boah, ich kann mir schon vorstellen, wie, aber. Das versuche ich jetzt mal nicht. Au. Nein, das versuche ich jetzt mal nicht. Das wäre ein bisschen dämlich. So, essen, yeah. Okay, Safe Point Number, I don't know. Was bist du für ein Arsch? Oh mein Gott! Uh-oh. Oh mein Gott! He is so strong! Hallo? Kannst du mal sterben oder so? Okay. Oh mein Gott. Wie viel Leben hat denn der Arsch? Oh Gott. Nein! Stirbst du jetzt mal bitte? Alter! Hat der so viele Leben oder? Okay. Yeah. Down. Weiter. Oh mein Gott. Ich weiß nicht, was ich besser finde, wenn das Feuer einen Rhythmus hat oder wenn es angeht, wenn ich drauflatsche. Ah. Ey. Ich hab's jetzt nicht gekriegt. Danke. Oh mein Gott, Flame. So viele Flames. Wow. Flaming. Oh Gott. Alter, ist ja richtig der Arsch. Alter, klau mir nicht meinen Move, Alter. Alter, er klaut einfach meinen Move. Das geht nicht. Das kann der nicht bringen, der Arsch. Wow. Yeah. Okay. Oh nö. Okay. Okay. Ey, wie soll man. Ja, toll! Wow. Okay. Ist ja richtig fies. Oh mein Gott. Alter. Wow. Ja. Yeah. So. Alter. Oh. Oh Gott. Okay. Was kommt jetzt hier?
Gott. Duplikate von mir selber. Ja. Oder sind das einfach nur Schatten meiner selbst? Ich weiß es nicht. Ey, stopp. Okay. Ja. Und. Was? Gut. Das Level ist aber ganz schön lang. Oh Gott. Lang. Wenn man bedenkt, wie kurz die anderen. Oh Gott, dieses scheiß Vieh da oben. Ah! Noch so ein scheiß Vieh da oben. Ah! Ist ja voll fies hier, ey. Komm hoch. Komisches. Ey. Ah! Tschüss. Tschüss. Oh Gott. Ui. So, das heißt dann wohl Boss-Time. Oder? Sieht so aus. Yeah. Hey, lass mich. Zeig dich, Pledge Knight. Oder Pledge, oder was weiß ich. Deine Trickserei hält mich nicht auf. Trickserei, hey. Du, die Früchte meiner Forschung sind nicht bloß ein Trick. Bummi. Und jetzt erteile ich dir eine Lektion. Ja, ich kann dir versprechen. Hihihi. Das wird deine wahre Erleuchtung. Eine wahre Erleuchtung. Okay. Mein Gott, er hat zu viel Leben. Er hat zu viele Leben. Ich will nicht, dass er so viel Leben hat. Okay. Er hat ja voll übelst krasse Moves drauf und ah. Ich will da irgendwie nicht reinfallen. Ich habe keine Ahnung, ob das schlecht ist oder nicht. Ey, Alter. Boah. Kranke Scheiße. Ah. Da. Ah. Okay. Okay. Nein, ich. Ah. Oh. Nein. You have to die. Oh. Nein. Alter. Ey. Oh Gott. Einfach mal ein bisschen cheaten. Cheaten. Ah. Ach du Heiliger. Ja, gut. Alter, der geht richtig ab. Das ist ja krank, Alter. Boah. Okay, dann halt nochmal. Komm schon. Au. Alter. Das ist really scheiße. So. Boom. Er lässt einfach alles exploden. Okay, ich kann schon mal auf diese Teile drauf. Das ist gut zu wissen. Okay. I have to kill you, mother of them and ah! Wow. Wieso habe ich damit nicht gerechnet? Ich habe keine Ahnung. Oh nein. Ich werde sowas von schon wieder sterben. Vor allem. Alter! Ich kann die Teile natürlich auch zurückschießen. Das war zu erwarten. Okay, wahrscheinlich werde ich jetzt sehr oft verrecken, aber lasst mich. Ich kann das halt einfach nicht. So. Oh Gott. Ja, ist gut. Ist gut, Mann. Wir wissen, dass du cool bist. Okay, Konzentration. Oh. Okay. Aha. Ach du Heiliger.
Ach du Heiliger! Er ist fast down! Down! Boah! Yeah! Huh. Cool. Das hat gerade mal 10 Minuten in Anspruch genommen, was irgendwie schlecht ist, weil es ist schon ziemlich spät und irgendwie, ich habe schon noch Bock, aber naja, egal. Yeah, ich muss jetzt pennen, also nicht im echten Leben, aber egal. Ach, cool. Sehr geil. Yeah, nochmal ein bisschen Kohle mitgenommen und dann let's go. Super. So ein Arsch. So. Fuck. Von welchem ist das Schloss? Durch Treasure Knight. Also durch den hier. Okay. Aber ich versuche jetzt erstmal ins Dorf zu gehen. Hä? Nördlich von Stolzmoor an der Gabelung des Westen. Ach Mist, ich muss schon dran vorbei sein. Wohlan, werter Reisender. Oh, vielleicht kannst du mir ja helfen. Ich glaube, ich habe mich verirrt. Ich wollte... Moment mal. Du bist der Ritter mit der Schaufel. In der Tat, ich bin der. Der Ritter mit der Schaufel, der das Dorf bedroht hat. Was? Ich kann dir versichern, dass ich niemals... willst du mich mit deiner Schaufel da Unschuldige begraben? Was weiß ich. Deine Herrschaft des Schreckens endet jetzt. Ich hab doch gar nichts gemacht. Ach du Scheiße. Ich hab doch gerade einen Boss besiegt. Nein! Oh Gott. Irgendwie cool, aber irgendwie auch nicht. Einfach mal raufkloppen. Wow, nicht cool, Bro. Also ich muss schon zugeben, eigentlich ist diese Schaufel nach unten Attacke die effektivste, finde ich. Ja, natürlich. Boom. Oh yeah, dann geht er down. Ich bin cool, Mann. Du nicht, Mann. Oder was auch immer du bist. Bist du jetzt weiblich oder männlich? Ich glaube, er ist männlich. Gib mir das Stärkste, was du hast, du Schuft. Steck mich nieder. Was? Ich bin kein Schuft. Wir kämpfen gegen den gleichen... Was? Wir kämpfen gegen den gleichen Feind. Wie tun wir das? Warum hast du das denn nicht gesagt? Puh, jetzt komme ich mir aber blöd vor. Bist du bescheuert, Alter? Nimm es leicht, mein Freund. Ritter sind am stärksten, wenn sie zusammenarbeiten. Genau, Ritterkodex, erster Schwur, Schwur, ja. Immer allen in Not helfen, okay? Mach sie fertig, Shovel Knight. Yeah. Ist das nicht super? Cool. Damit habe ich jetzt ehrlich gesagt nicht gerechnet, aber jetzt habe ich... geht's auch weiter? Ah, okay. Cool. Krass. So, jetzt kommen wir endlich zum Dorf zurück. Er freut sich schon wieder, weil ich so einen Teil habe. Ne, du sollst mit dem reden, du sollst. Danke. Holla! Oh, ho, ho, ho. Ja. Ja, gut. Okay, okay. Also. Ich könnte mir jetzt Magie aufmachen, aufleveln, aber das benutze ich eh nicht, also. Gut. Yeah. Erstmal noch das hier. Eine Essensmarke, Iro. Wow. Yeah. Was ist das? Cool. Rippchen oder was auch immer das sein soll. Keine Ahnung.
Ja, ein Leben mehr. Juhu. Okay. Ey, das ist jetzt ein guter Zeitpunkt, um die Flachwürze vorzulesen. Ich mag zwar die Flachwürze nicht, weil die echt flach sind, also richtig, richtig, richtig flach. Aber ich habe eh nicht mehr viel Zeit, also egal. Eine Schaufel als Waffe, damit kämpfst du einen Feind in den Grund und Boden. Wegweiser sind im Dorf, ja, die neueste Mode. Aber ich finde die alles andere als wegweisend. Was ist daran jetzt witzig? Ich habe keine Ahnung. Hab vergessen, was Reize für eine Waffe hat. Doch dann hat's mich wie ein wie aus heiterem Himmel getroffen. Ja, schön. Propeller Knight. Echt? Oh krass. Propeller Knight kann mit seinem messerscharfen Propellerhelm fliegen. Scharfe Sache. Das kann man sich doch nicht antun, Alter. Das ist Christian. Achso, das ist der Typ. Ja. Aha. Chaoskugel. Eine Kugel mit unendlichem Kampfpotenzial. Alchemiemünze. Du bist von nur einem Münzenwurf vom Reichtum entfernt. Und Feuerballstab. Beschwöre Feuerstöße herbei. Und eine Angel. Wirf sie in einem Loch aus und warte, was anbeißt. Ja, ich weiß nicht, was die Angel bringt, also ich habe nur gesehen, dass es gibt. Ich komme mit dem Feuerstab. Aber ansonsten, jo. Mit? Nein. Ach so, okay, okay. So. Sehr gut. Und du hier? Hallo Fischfreund, ein Hoch auf den... Ja! Du hast noch nie vom Abfisch-Dinges gehört. Halb Fisch, halb Apfel. Okay. Aber nicht Abwischkönig. Er ist mit einem Waldgötter... Er ist einer der Waldgötter, die denen in Not helfen. Ich sage die Wahrheit. Wenn du die heilige Grotte besuchst, halte den Kelch hoch und der wird erscheinen so. Zufällig bin ich damit vertraut, Abfischkelche an Gläubige zu verkaufen. Natürlich. So, ich kaufe mir mal einen. Einfach darum. Ja. Was für ein Zeug. Ein Gefäß für das mystische Sekret. Ja, das habe ich auch schon gelesen, weil man... Es gibt irgendwie mehrere Sekrete von dem Vieh. Und da wir alle wissen, dass Sekret ein ekelhaftes Wort ist. Ja. Weiß ich nicht so richtig, was ich davon halten soll. Ich werde es halt sehen. Yeah. Apfelsteich. Okay. Wer hat mich geweckt? Sterblicher, brauchst du Hilfe? Hilf mir. Ein Apfelschkelch. Ich kann ihn mit Zaubersekret füllen. Ist nicht eklig. Wähle dein Sekret mit Bedacht. Sekret der Erneuerung füllt die Gesundheit und Magie voll auf. Sekret des Mutes macht 10 Sekunden lang unbesiegbar. 10 Sekunden? Na gut, das ist immer noch länger als das komische Zauberteil da. Sekret des Reichtums absorbiert 60 Sekunden lang Schätze in der Nähe. Okay, das ist auf jeden Fall interessant. Aber ich nehme jetzt einfach mal das hier. Untertanen, ein neuer Eingeweihter kommt zu uns. Möge der Zeremonie beginnen. Ach du Scheiße. What the fuck? Wer kommt denn auf so einen Scheiß? Ah, nee. Einfach immer boom. Voll krass. Ich weiß gar nicht, was ich davon halten soll. Ich frag mich gerade nur, wann ist das vorbei?
Aha. Gehabt dich wohl, geschaufelter Ritter. Kehre zurück, so du erneut meine Hilfe bedarfst. Ach du heilige Scheiße. Ja. Okay, mit diesem wunderbaren Fischfressen-Ding, was irgendwie auch ein Apfel ist, sage ich jetzt tschüss und bis zum nächsten Part. Ach nee, ich gehe doch erst noch raus. Ja, ist mir ein bisschen zu creepy. So, tschüss und bis zum nächsten Part. Ciao, Leute. Huh.